In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps für die Analyse in Microsoft Excel vorstellen. Und natürlich, wie immer, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesen Tipps. Als ersten Tipp möchte ich bei der Darstellung von Pivot-Tabellen folgenden Trick vorstellen. Und zwar, wie hier in dieser Ansicht zu sehen, ist es natürlich nicht so einfach, einen Überblick über alle Measures und Attributen mit dieser Ansicht der Pivot-Feldliste zu bekommen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, diese Darstellung zu vereinfachen. Dazu wähle ich in diesem Bereich auf nur Abschnitt für Felder und Abschnitte für Bereiche nebeneinander und kann nun im nächsten Schritt auch wiederum in diesem Menüpunkt alle Ordner bzw. Dimensionen reduzieren. Somit habe ich nun einen besseren Überblick über das gesamte Datenmodell. Ich kann auch noch weiter einschränken, indem ich in dieser Option beispielsweise auf eine Rubrik weiter selektiere. In diesem Fall Financial Reporting und bekomme dazu nun alle verfügbaren Attributen und Wertfelder. Kommen wir nun zum zweiten Tipp bei der Analyse mit Excel und Pivot-Tabellen. Oftmals ist es so, dass bei der Darstellung einer Pivot-Tabelle diese Darstellung meistens in dieser Form standardmäßig dargestellt ist. Jetzt kann es aber sein, dass ich mit Excel-Funktionen wie S-Verweis oder Index und Matches arbeite und habe dadurch das Problem, mit diesen Darstellungen diese einzeln anzusprechen. Dazu gibt es in Excel nun im Bereich Entwurf ein Layout, welches ich nun auf beispielsweise Berichtslayout auf Tabellenformat umändern kann. Als nächsten Schritt kann ich nun auch angeben, dass die einzelnen Attribute oder auch Elemente wiederholt angezeigt werden. Wie ihr seht, habt ihr nun eine bessere Darstellung im Umgang mit weiteren Excel-Funktionen oder auch bei Formatierungsthemen. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 3. Angenommen, ich habe nun diese Pivot-Tabelle und möchte diese um eine weitere Pivot-Tabelle erweitern, sowie einen Filter, einen Slicer-Filter. Dazu wähle ich zunächst einmal eine Kopie dieser Pivot-Tabelle aus und erstelle im nächsten Schritt nun im Bereich Einfügen einen neuen Datenschnitt und wähle nun das bestehende Modell aus und wähle nun beispielsweise einen Datenslicer der einzelnen Länder aus. Wenn ich nun aktualisiere, sehe ich, dass sich nun keiner dieser beiden Pivot-Tabellen aktualisiert, entsprechend der Auswahl. Dazu muss ich nun für diesen Datenschnitt eine Berichtsverbindung angeben. Wenn ich nun beide Pivot-Tabellen selektiere, kann ich nun mit diesem Filter beide Pivot-Tabellen schalten. Ich kann aber auch selektiv vorgehen und nur eine Pivot-Tabelle sozusagen filtern. In diesem Fall die Pivot-Tabelle rechts. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 4. Im Umgang mit Pivot-Tabellen gibt es noch weitere Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen. Beispielsweise gibt es die Option der Daten aktualisieren beim Öffnen der Datei. Dadurch wird automatisch
die Pivot-Tabelle aktualisiert. Der letzte Tipp oder Hinweis mit dem Umgang mit Pivot-Tabellen ist oder befindet sich im selben Menü, und zwar im Bereich der Anzeige. Hier gibt es die Option, auch Datensätze ohne Daten in den Zeilen anzuzeigen. Das kann nach Bedarf gewünscht sein, um mehrere Datensätze oder ein komplettes Bild der Daten zu erhalten. Wie ihr seht, könnt ihr diese Sichtweise für die einzelnen Zeilen oder auch für die Spalten aktivieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen Tipps bei der Arbeit mit Pivot-Tabellen und Analysen dazu vereinfachen und helfen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Tschüss und bis bald.